knicke, knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense. Servus und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Basketballshow. Ich bin heute mitten in München unterwegs und werde mich gleich mit Leon Radosevic treffen. Wir werden hier drinnen was trinken gehen und bis dahin erzähle ich euch, bis er kommt, was es diese Woche sonst noch in der Sendung gibt. Wir haben den zweiten Teil unserer neuen Serie Gute Fragen, Schlechte Fragen diese Woche mit dem Duo Stefanjovic und Nemanja Dangubic. Außerdem ein Minimovie vom Euroleague-Kracher gegen ZSK Moskau. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, als Mats Hummels bei uns im Audidom war und haben ihn befragt. Es waren nicht 10 kurze, sondern 11 kurze. Die gibt es noch für euch und natürlich ein sportliches Update. Also der Leon wird gleich kommen. Bis dahin. Nix bis dahin. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben es ins Warme geschafft. Draußen wird es doch zunehmend kälter. Der Winter in München wird einkehren. Leon, wie gefällt es dir denn bisher in München? Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich liebe München, große Stadt. Ich wohne in der Innenstadt, so ich liebe es. Besser als Bamberg, oder? Ja, muss man sagen. Als die Stadt. Okay. Ja. Und wie gefällt es dir mit dem Team? Hast du dich schon eingelebt? Fühlst du dich wohl? Ich habe das Gefühl, dass ich hier so 4-5 Jahre so spiele. So alles geht so gut und habe soweit keine Probleme. Das ist gut. Das ist schön zu hören. Alles klar. Also wir haben im ersten Teil gute Fragen, schlechte Fragen. Dieses Mal mit der Paarung Stefanjovic und Nemanja Dangubic. Viel Spaß beim Tischtennis. Choose the question now. Okay, let's see what's this. Which one of your body parts is your least favorite? Eyes. Eyes? Okay. Zalane. My perfect day starts with and ends with. It would be perfect if it's sunny. I can go out and have a coffee with Jovke or with a girlfriend. And ends with a movie. Ends with popcorn, movie, chill. For me, it's perfect. Zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel gegen ZSK Moskau noch einen Tag weg. Ist bisher ungeschlagen, ein ungeschlagenes Team, sowohl in der nationalen Liga als auch in der Euroleague. Next up habt ihr CSKA Moskau. Was ist das für ein Team? Was erwartest du da für ein Spiel morgen? Ja, das mit CSKA ist immer schwer. Die sind die letzten 10 Jahre, die spielen in den Final Four of Euroleague, so ist mit ihm immer schwer. Aber ich glaube, wenn wir spielen, wie wir spielen gegen Darussia Faka und Oldenburg, ich glaube, wir haben eine Chance. Ja. Bisher von der Euroleague her, die größte Schwachstelle ist so ein bisschen der Rebound. Woran liegt das? Du bist dafür ja, bist du, glaube ich, verantwortlich. Ja, ich bin 100% verantwortlich. Ich muss besser mein Ding erledigen, aber das ist immer auch ein Teamjob. Das Spiel gegen ZSK Moskau, das haben wir auch natürlich mit der Kamera ein wenig verfolgt und deswegen gibt es jetzt für euch ein Minimovie. He's gonna look to shoot for three. The first shot it is good! Nikita Kurbanov, a strong, spectacular finish to the fast break. Look at that in the replay. As we got a fast break by Derrick Williams.
Hunter Rodriguez to Alec Peters. He's got, oh boy, a three-pointer. Boy, it is like a layup. Also am Deutsch habt ihr es schon erkannt. Der Leon ist ja auch deutscher Staatsbürger. Hast du deine kroatische Staatsbürgerschaft auch noch? Ja, habe ich schon. Hast du beide? Ja, habe ich. Für dich, was ist der größte Unterschied, so was die Kultur betrifft, zwischen Kroatien und Deutschland? Am ersten, die Deutschen arbeiten viel mehr. Ja, das große, ja, das große Unterschied. Nein, ich liebe es. Auch ich liebe Haus, dass in Kroatien, wenn ich komme, dann ist alles voll. Alle sind draußen, niemand arbeitet. Dann kannst du immer mit jemand reden, die Kaffeebars, alles ist immer voll. So. Mhm. Für mich das ist das größte Unterschied. Ja. Wie schaut es aus mit Essen? Gibt es etwas, was du aus der deutschen Küche ganz besonders magst? Und vielleicht sogar von der bayerischen Küche? Was ich besonders mag, ist Currywurst. Ja? Ja, das ist für mich das. Das ist eher Berlin. Ja, das ist eher Berlin, ja, genau. Bei uns gibt es halt Brezen. Brezen? Ja, Brezen liebe ich auch. Ja. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Gute Fragen, schlechte Fragen und Powershock. Das hast du auch schon gespielt, ja, kannst du dich erinnern? Ja, habe ich schon. I don't know what happened. Who got the shot? Me. Okay, you lose. I choose a question. Yeah. Okay, let's see. What's the most embarrassing thing you ever searched for on Google? Some stuff for Halloween. Halloween. Okay, that's not too bad, man. Early bird or sleep? Yet. Do you get up early or sleep in late? So. I do a little bit both. I like to wake up early, especially when we have a day off, so I can use the day. But sometimes, I don't know, if I have some movie or series to watch, I stay a little bit late, but don't worry. Not too late. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass der Leon eigentlich Fußballer auch werden hätte wollen können sollen. Du hast relativ lange Fußball gespielt. Warum? Ja, so 4-5 Jahre. Also Fußball ist der Sport Nummer 1 in Kroatien. Mhm. Das wissen wir spätestens seit dem Sommer. Genau. Und alle haben Fußball gespielt und dann habe ich auch, ich war nicht so groß, so war viel leichter für mich. Und dann war ich so 13, 12, 13. Ich war nicht so gut in Schule und meine Mutter hat gesagt, kein Fußball mehr. Und dann musste ich etwas wechseln und dann habe ich Basketball. Ach so, also Basketball durftest du schon, aber Fußball ja, nicht? Fußball war jeden Tag Training. Basketball war so zweimal pro Woche und dann war für meine Mutter das war leichter. Naja, wenn du Fußball so sehr magst, dann bist du natürlich in die richtige Stadt gekommen. Warst du schon in der Allianz Arena? Ja, war schon zweimal gegen Ajax und ich glaube, war Mönchengladbach. Okay. Hast du einen Lieblingsspieler? In Fußballer? In Fußballer? Ja, aber er spielt nicht in Bayern. Kannst du es trotzdem sagen, wir sagen es keine. Nein, mein Lieblingsspieler sind die Kroatische, der Luka Modric, er ist für mich die Nummer 1. Du, im Sommer, die sind ja Vize-Weltmeister geworden, hast du dir da zum ersten Mal gedacht, hätte ich doch Fußball spielen sollen? Ja, aber ich bin froh, dass ich Basketball spiele. Ich war auch in Russland für das Finalspiel. So, ich habe gesehen, so, ja, ich war da. War traurig am Ende, aber wir waren alle Fans waren so glücklich, dass wir Finale gespielt haben. Das war unfassbar. Gut, dann schauen wir uns doch am besten mal an, was Mats Hummels zu sagen hat. Wir haben nämlich die Gelegenheit genutzt, als er zu Gast im Audiodom war und haben mit ihm 11 Kürze gemacht. Also lieber Mats, wir haben was für dich, nämlich hier drin.
kannst schon mal hier so einen Blick drauf werfen. Ja. Da sind so ein paar Sachen drin, die du hoffentlich irgendwann anziehen wirst. Damit du den aber kriegst, den Karton, musst du uns noch 10 Fragen beantworten. Okay. Sind die einfach zu beantworten oder muss ich sie richtig beantworten? Du musst sie kreativ beantworten. Okay, und ehrlich. Okay, ja, das kriege ich hin. Also fangen wir an. Du bist nochmals 12 Jahre jung. Nochmals Innenverteidiger oder doch eher Knipser? Ich war mit 12 Stürmer, deswegen würde ich es wieder genauso machen und dann den gleichen Weg einschlagen, weil als Stürmer wäre ich kein Bundesliga-Profi geworden. Okay, Haus des Geldes oder Tatort? Haus des Geldes gucke ich jetzt aktuell, aber Tatort finde ich auch ganz gut. Lieblingskommissare? Münster-Tatort, jetzt kommen mir gerade die Namen nicht mehr. Jan-Josef Liefers und Alex Prahl. Prahl, genau, ja. Wen bewunderst du? Sehr viele Leute, vor allem Sportler, die es schaffen, über 15, 20 Jahre die Besten zu sein. Federer, LeBron James, Messi, Ronaldo, solche Leute. Gibt's was an dir, das du gerne ändern würdest? Ja, es gibt viele Sachen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten stören einen selber an einem, aber gehört irgendwie dazu. Der ekelhafteste Gegenspieler? Große, kantige Stürmer, die gerne auch mal ein bisschen unfair arbeiten. Möchte jetzt keine Namen nennen, aber die viel mit Trikot ziehen und sowas arbeiten, wo man vielleicht seine eigene Kraft nicht ganz so gut zur Geltung bringt. Gibt's jemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Also jetzt Situation oder Trikot oder Partner? Ein Tag im Leben. Dann würde ich, glaube ich, Roger Federer nehmen und einfach mal so Tennis spielen können wie er. Wem würdest du gerne mal die Meinung sagen? Ich sage jetzt einfach mal zum Spaß Joshua Kimmich. Welches Buch würdest du jedem empfehlen? Mein Lieblingsbuch ist Die Vermessung der Welt, sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde. Deine erste gekaufte CD? Es könnte irgendein Bravo Hits 17 gewesen sein, könnte aber auch ein Jennifer Lopez Album gewesen sein tatsächlich. Interessant, okay. Wer hat bei euch zu Hause die Hosen an? Ich finde, die Hose ist eine männliche, ist ein männliches, wie soll man sagen, Kleidungsstück. Nee, aber ich glaube, sehr ausgeglichene Angelegenheit. Letzte Frage, in 20 Jahren bist du Trainer oder TV-Experte? Eher Trainer, würde ich sagen. Jetzt hast du dir dein Paket verdient. Viel Spaß damit. Soll ich es jetzt schon aufmachen oder ist das egal? Irgendwann, ich mach's wieder am Tisch auf. Ja, alles klar. Dann bin gespannt. Ja, viel Spaß. Ich habe gar keine Ahnung. Ah, da wäre ich auf jeden Fall eine gute Verwendung für. Das ist tatsächlich geil. Und? Ist das das offizielle Zeichen? Oder ist es einfach nur eine Basketball? Leon, das bietet sich ja fast an, hat einen Spitznamen und dein Spitzname ist Lion, also Löwe. Wer hat dir den nochmal gegeben? Da hat mir mein Trainer in Jugend gegeben. Ja, ich war immer so spät vor dem Morgentraining. Immer so, ja. Schläfrig. Genau. Aber ich war immer auf, wenn wir spielen, ich war immer 100%, 120%. Und dann hat man gesagt, du bist ein echter Löwe. Du kämpfst immer, aber wenn du schlafen kannst, du schläfst. Ist es noch immer so? Ja, mehr oder weniger, ja. Ich nutze jede Zeit, dass ich kann, vor Schlafen. Ich zocke ein bisschen Playstation, schlafen, essen und trainieren. Das war's. Alles klar, so wie es ein Löwe halt macht. Du bist ja auch Papa. Und bist du streng als Papa oder wie? Nein. Ich habe eine Tochter, sie kann machen, was sie will. Okay. Das könnte nochmal zum Verhängnis werden, Leon. Lass dir das gesagt werden. Okay, alles klar. Wir haben noch einen Teil natürlich. Noch einen Teil gute Fragen, schlechte Fragen. Die dritte Kategorie Darts. Und dann schauen wir mal, ob der Stefan es schafft, da zumindest zu gewinnen. Viel Spaß. This is off for sure. I saw on Zero. TV. Okay. Eurosport. Don't say name, that's commercial. What? That's 20. Ah, oh, 5. Zero, I need zero now. Opala. Zero. One, yeah, zero. Man. Six. It's most points, not least. 17, so. 23, yeah. Too bad. I'm not good in this. Please, give me one. What is that? Given. Yeah.
Normally. Oh. Have you ever broken the law before and how? Couple of times. But not in German. Not in German, but I have a good chance to do that here. Okay. Only with cars. Okay. This is only for sleep. Yeah. How many hours of sleep are you treating yourself to every night? Oh, I try to sleep 8 hours, like everybody's supposed to, but it's, sometimes I lose, sometimes I don't, but try 8 hours, it's good for your body. Leon, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du gerade noch schlafen hättest können, gell? Ein kleines Mittagsschläfchen, danke. Es war trotzdem lustig, oder? Ja, war auf jeden Fall war es lustig. Sehr gut. Wir haben noch einen kleinen Sportblock für euch. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Ja, dann also Servus zum diese Woche ganz, ganz kurzen sportlichen Update zum Ende der Sendung. Zuallererst großen Respekt an Leon Radosevic, denn der hat sein erstes Interview auf Deutsch überhaupt gegeben mit der Kati. Ich finde, das ist richtig, richtig gut geworden. Großen Respekt dafür. Und wie ihr seht, ich sitze hier ganz alleine im Studio. Kein Desmond, kein Steffen, kein Anton hier. In dem Fall, mich selbst interviewen macht keinen Sinn. Ich würde sagen, deshalb schauen wir einfach mal die Tabellen an mit dem FC Bayern. Fangen wir mit der Bundesliga an, denn da gab es gestern den 8. Sieg in Folge beim MBC. Damit die Bayern mit einer 8:0-Bilanz gestartet. Tabellenführer der Bundesliga und neuer Startrekord. Noch nie zuvor haben die Bayern ihre ersten 8 Spiele allesamt gewonnen. Wir sehen in der Tabelle 2. Platz Alba Berlin mit bisher einer Saisonniederlage und auf Platz 3 die Gießen 46ers, die sich mit einer 6:2-Bilanz haben sie sich auf Platz 3 mal gemütlich gemacht und kommen am kommenden Sonntag in den Audidom. Am 25. November um 18 Uhr, also das nächste Spitzenspiel Bayern München gegen die Gießen 46ers, die natürlich mit John Bryant anreisen. Der ehemalige Bayern-Spieler, richtig gut in Schuss, im Schnitt ein Double-Double mit 18,4 Punkten und 10,8 Rebounds, also JB richtig, richtig gut in Form. Schauen wir mal, was unter anderem Leon Radosevic da entgegenzusetzen hat. Ja, das war's soweit zur Bundesliga, denn in dieser Woche stehen noch 2 weitere Spiele an. Euroleague am Dienstag und am Donnerstag. Am Dienstag zu Hause gegen Olympiakos Piräus und ich würde sagen, wir schauen einfach auch mal kurz auf die Tabelle, um das Ganze einzuordnen. Wir sehen Moskau, Real und auch Fenerbahce ganz oben. Die üblichen Verdächtigen, die Bayern auf Rang 8 und Olympiakos gleich dahinter mit der gleichen Bilanz. Also dieses Spiel gegen die Griechen am Dienstag eminent wichtig. Und alle Fans können sich auf jeden Fall auf eine sehr, 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 sehr gute Stimmung im Audidom freuen, denn die Griechen traditionell mit ordentlich Support in München. Am Donnerstag geht es dann schon weiter in der Euroleague. Die Bayern reisen nach Gran Canaria. 20 Grad, denke ich, das ist ganz schön. Aber noch schöner wäre es, wenn es den ersten Auswärtssieg in der Euroleague geben würde. Gran Canaria hat da natürlich was dagegen und hat auch letzte Woche mit dem Sieg gegen Maccabi Tel Aviv gezeigt, dass die auch ganz gut in Form sind. Wir haben also eine Woche mit 3 Spielen vor der Brust, beziehungsweise die Mannschaft hauptsächlich. 3 Spiele und hoffentlich 3 Siege. Und dann ist mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen, denn dann ist Länderspielpause. Das heißt, Bundesliga macht Pause, Euroleague spielt natürlich weiter. Bis dahin sehen wir uns im Audidom am Dienstagabend gegen Olympiakos Piräus und am Sonntag dann in der Bundesliga gegen Gießen. Ansonsten passt auf euch auf. Wir sehen uns dann am Montag wieder hier in der Sendung, dann auch wieder mit hoffentlich einem Studiogast. Und bis dahin macht's gut. Wir sehen uns. Servus. Knicke, knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense.